Herzlich willkommen zu Asklepios Gesundheitssendung. Es passiert ganz schnell. Ein kleiner Tritt daneben, man rutscht aus und man bricht sich etwas. In jungen Jahren, da geht es meistens dennoch gut, weil man sich abfangen kann. Aber wenn man ein bisschen älter ist, dann kann man sich nicht so abfangen. Und man bricht sich zum Beispiel den Knochen nahe der Hüfte. Man nennt ihn auch den Oberschenkelhals. Also ein Oberschenkelhalsbruch. Und dann ist die Frage, was kann man da tun? Bei mir ist Privatdozent Dr. Christian Walter Müller. Er ist Chefarzt der Abteilung für Orthopädie, Unfallchirurgie und Alterstraumatologie an der Asklepios Klinik Wandsbek. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Müller. Sagen Sie mir, ein Oberschenkelhalsbruch, ich habe schon gesagt, nahe der Hüfte, was für ein Hals? Was ist das eigentlich? Ja, der Oberschenkelknochen ist ja der größte Knochen, den wir haben. Und gerade beim älteren Mensch bricht er aber nicht irgendwo, sondern er bricht ganz oben. Er bricht unmittelbar unter dem Hüftkopf. Ich kann das ja mal an einem Schaubild vielleicht demonstrieren. Also wenn Sie sich das hier anschauen, so sieht ja normalerweise ein Hüftkopf aus. Und hier kommt nach unten der Oberschenkelknochen. Und der Oberschenkelhalsbruch findet also unmittelbar unter dem Kopf, unter dem Hüftkopf statt. Ja, da haben Sie jetzt vier verschiedene Bilder. Also erstmal der erste, was zeigt uns der und was zeigt uns da der zweite? Genau, also früher hat man sich sehr viel Mühe gegeben, das genau zu klassifizieren und hat verschiedene Grade angegeben. Es gibt verschiedene Klassifikationen. Heute interessiert uns eigentlich nur noch, ist es ein verschobener Bruch oder ist es ein unverschobener Bruch? Und da sehen Sie hier zwei Typen, die nicht oder sehr wenig verschoben sind. Und auf der rechten Seite sind die stark verschobenen Brüche. Wem passiert so etwas? Man findet solche Schenkelhalsbrüche entweder bei jungen Patienten, die ein ganz massives Trauma haben, also Motorradunfälle zum Beispiel oder Sturz aus sehr großer Höhe. Aber viel, viel häufiger sehen wir das bei unseren alten Patienten. Da sind es eben gerade die hochbetagten Patienten, die in den meisten Fällen dann auch eine Osteoporose haben. Bei denen braucht es eben keinen großen Unfall, sondern da reicht eben der einfache Sturz und dann kann es schon soweit sein. Ja, genau. Und das Stürzen ist ja wohl auch wahrscheinlicher. Man sieht nicht mehr so gut. Man ist vielleicht nicht so sicher auch im Gang. Genau, das spielt eine große Rolle. Man stürzt leichter und wenn man dann stürzt, dann ist der Knochen halt eben auch schwächer geworden und kann diese Kräfte, die da einwirken, auch eben nicht mehr so gut aushalten. Ja. Und dann bricht es. Ja. Wenn jemand zu Ihnen kommt, also wenn jemand bei Ihnen sozusagen eingeliefert wird mit so einer Fraktur, worauf kommt es dann an? Denn das ist ja jetzt, ist das ein Notfall? Ja, das ist für uns ist das einer der typischen Notfälle für den älteren Patienten mit Brüchen. Das ist eigentlich das, was wir sozusagen als den unfallchirurgischen Notfall für den älteren Menschen betrachten. Und das heißt? Das bedeutet, dass wir in dem Moment, wo der kommt, geht es sofort los mit der Planung, dass wir ihn so schnell wie möglich operieren können, wenn er operiert werden muss. Und alles vor dem Hintergrund, dass wir die Menschen so schnell wie möglich wieder auf die Beine bringen möchten. War das schon immer so? Also ich habe irgendwie den Eindruck, früher war es doch, dass man erstmal gesagt hat, schön, dass Sie da sind, aber schön, dass Sie hier sind, aber jetzt können Sie erst noch mal einen Tag warten. So schlimm ist es ja nicht. Ja, es ist so, wir haben es ja häufig bei älteren Menschen, auch mit Menschen zu tun, die schon eine Reihe Vorerkrankungen hat. Und früher hat man häufig gesagt, jetzt müssen wir erstmal uns die ganzen Vorerkrankungen angucken und gucken, ob wir den Menschen noch irgendwie fitter machen können für die Operation. Und da haben wir im Grunde dazu gelernt, dass in aller Regel das nur Nachteile bringt, weil man letztendlich Zeit verliert und das ist Zeit, die für den Menschen mit dem Oberschenkelhalsbruch, der im Grunde unbeweglich ist, einfach entscheidend ist. Und heutzutage versuchen wir einfach, die Patienten zwar so sicher wie möglich, aber eben vor allem auch so schnell wie möglich zu operieren. Ist das ein Standard inzwischen? Ja, es gibt inzwischen gibt es da auch gesetzliche Vorgaben, die sehr rigide das regeln. Es gibt eine 24-Stunden-Grenze, in der normalerweise die Therapie erfolgen soll. Also wenn eine Operation gemacht werden muss, was in den meisten Fällen der Fall ist bei so einem Bruch, dann soll sie innerhalb von 24 Stunden erfolgen, außer bei bestimmten Ausnahmen. Das heißt also, ich kann mich darauf verlassen, weil das eine Vorschrift ist inzwischen, das, was Sie ja schon lange eigentlich so machen. Aber warum ist es so wichtig, dass bei einem alten Menschen, so nenne ich ihn mal, möglichst schnell operiert wird?
Mobilität ist im Grunde der Schlüssel. Mobilität, ich sage gerne, Mobilität ist Leben. Ein älterer Mensch, der länger liegt, der hat das Problem, dass es sehr schnell zum Muskelabbau kommt. Es kommt zu einer hohen Rate von Thrombosen, von Lungenembolien. Lungenentzündung ist eine häufige Folge bei längerem Liegen und das geht relativ schnell los. Und man darf auch nicht vergessen, das ist eine unheimlich schmerzhafte Geschichte, so ein Schenkelhalsbruch. Und auch die Schmerzen führen dazu, dass es dem Patienten natürlich schlechter geht. Aha, ja genau. Und das geht dann auch noch auf den Kreislauf und dann es geht auf die Aufregung geht auf den Kreislauf wahrscheinlich auch. Also genau. Das darf man ja auch nicht unterschätzen. Aber. Genau, natürlich. Ja. Wir haben es ja mit in der Regel mit vorerkrankten Menschen zu tun. Und das ist dann einfach nochmal der eine Stein, der zu viel ist. Und da müssen wir gucken, dass wir das sozusagen so schnell wie möglich wieder so weit rückgängig machen, wie es eben geht. Ja, genau. Wie läuft das ab, diese Therapie? Ja. Es ist so, es hängt ein bisschen davon ab, da darf ich vielleicht noch mal einmal zurückkommen auf unser Schaubild. Wir hatten ja vorher gesagt, es gibt eine wichtige Unterscheidung, wenig verschobene Brüche und stark verschobene Brüche. Mhm. Meistens haben wir es bei den älteren Patienten mit den stärker verschobenen Brüchen zu tun. Und da ist es heute Standard, dass wir solche Brüche eigentlich immer mit einer Hüftprothese behandeln. Also das heißt, die beiden rechten im Bild, das sind die stark verschobenen. Da kommt eine Prothese rein auf jeden Fall. Genau, das ist eigentlich der Standard, dass in den allermeisten Fällen beim älteren Menschen wird eine Prothese eingesetzt. Eine bestimmte Prothese? Ja, ich habe hier nochmal ein anderes Schaubild, was noch einmal zeigt, welche Therapieverfahren grundsätzlich in Frage kommen. Und wir hatten schon gesagt, bei den verschobenen Brüchen ist es in der Regel die Prothese. Und es gibt grundsätzlich, mal von Ausnahmen abgesehen, zwei wesentliche Typen. Es gibt einmal die Vollendoprothese, so wie viele das vielleicht auch schon kennen von der Arthrose der Hüfte. Und dann gibt es aber speziell bei der Schenkelhalsfraktur, bei dem Oberschenkelhalsbruch auch eine Möglichkeit, dass man dieses Modell verwendet. Und der Unterschied ist hier, dass wir die Pfanne nicht ersetzen müssen. In der Regel ist es ja so, beim Schenkelhalsbruch, da bricht der Oberschenkelknochen. Und die Pfanne, die Hüftpfanne ist in der Regel in Ordnung. Und da bevorzugen wir meistens ein Modell, bei dem wir nicht die Pfanne ersetzen müssen, sondern wo wir einen Kopf haben, der in einem weiteren Kopf steckt. Wir nennen das auch Duokopfprothese. Das heißt, man hat dann ein doppeltes Gleitlager in der Hüfte und die Beweglichkeit ist genauso gut wie mit einer Vollendoprothese, aber die Operation ist schneller, weniger belastend für den Patienten. Und deswegen bevorzugen wir das bei den älteren Patienten. Lassen Sie das Bild ruhig nochmal uns sichtbar lassen. Die Prothese, wie lange dauert es, so eine Prothese einzusetzen? Denn das Ganze muss ja in den Knochen, ne? Richtig? Ja, also das ist eine Operation, die sehr standardisiert durchgeführt werden kann. Und in aller Regel ist das in unter einer Stunde oder ungefähr einer Stunde gemacht. Jetzt sagt man sich natürlich, und das bringt mich nämlich auf die beiden anderen Bilder mit den Schrauben auf Ihrem Schaubild, muss man denn da jetzt unbedingt immer eine Prothese einsetzen? Oder kann man ja nicht einfach auch einen ordentlichen, wie so ein Heimwerker, einen ordentlichen Nagel dazwischen hauen oder eine Schraube? Eigentlich ist das ja unser Ehrgeiz. Wir versuchen ja eigentlich immer gerne zu reparieren, sage ich mal, wiederherzustellen. Und da liegt uns eigentlich das Arbeiten mit Schrauben und Nägeln liegt uns eigentlich viel näher. Aber es funktioniert nur dann, wenn wir eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass der Knochen hier oben, der Hüftkopf, dass der auch noch gut durchblutet ist. Und das ist bei den Fällen, in denen es eben zu einer starken Verschiebung des Kopfes gekommen ist, wo dann auch eben Gefäße mit abreißen, ist das in der Regel nicht mehr gewährleistet. Deswegen müssen wir in den Fällen auch frühzeitig zu einer Prothese greifen. Mhm. Wir reden ja über alte Menschen. Und wir haben jetzt geredet über die Chirurgie. Aber wir haben ja vorher auch schon gesagt, der ist aufgeregt. Man weiß ja auch, man verträgt andere Medikamente vielleicht als in jungen Jahren. Machen nur Sie das oder geht es da nicht auch noch um jemanden, der aus der Geriatrie vielleicht mal drauf guckt auf den Patienten? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der erste Schritt ist die schnelle Operation und dann kommt im Grunde genauso wichtig der zweite Schritt dazu, dass wir zusammen mit den Geriatern weiter vorgehen. Das bedeutet, dass wir eben spezialisierte Altersmediziner in unserem Team haben, die genau diese
besonderen Bedürfnisse von älteren Menschen mit ihren vielen verschiedenen Vorerkrankungen, mit den Gebrechen, die ältere Menschen eben auch haben, aber auch zum Beispiel mit der Situation, dass wir so viele verschiedene Medikamente schon haben, die das mit beurteilen und die uns dann helfen, den Menschen nicht nur gut durch die Operation zu bringen, sondern auch gut wieder auf die Beine und gut wieder nach Hause. Das heißt, der sortiert dann erstmal Tabletten aus? So kann man das sagen, ja. Also manchmal muss der oder wir gemeinsam uns erstmal anschauen, was braucht er eigentlich von den vielen Medikamenten, die er nimmt? Was müssen wir ihm jetzt zusätzlich noch geben? Verträgt sich das überhaupt alles miteinander? Genau, und braucht er nicht vielleicht andere Medikamente als jemand, der erst mit 40 so zum Beispiel zu ihm kommt, also genau, der noch in jungen Jahren ist? Wir haben es ja zum Beispiel mit Patienten zu tun, die möglicherweise vorher schon nicht gut sehen oder die Schwindel haben. Wenn ich dem jetzt irgendein starkes Schmerzmittel gebe, was ich sonst einem jüngeren Patienten problemlos geben kann, dann verstärke ich möglicherweise den Schwindel und dann stürzt er möglicherweise gleich nochmal. Stehen Sie denn dann zusammen mit diesem Altersmediziner gemeinsam an meinem Bett? So wäre das, ja. Tatsächlich, gemeinsame Visiten? Ja, wir machen gemeinsame Visiten und wir machen gemeinsame Besprechungen, wo wir genau diese Probleme eben immer wieder besprechen und schauen, was braucht dieser Patient jetzt in diesem Moment. Aha, also bei diesen Konferenzen oder Besprechungen habe ich gehört, da sind auch noch ganz andere dabei, oder? Genau, wir behandeln diese Patienten in einem, wir nennen es heutzutage multiprofessionellen Team. Das heißt, da sind jetzt nicht nur Ärzte dabei, da sind auch die Schwestern und Pfleger mit dabei, aber auch zum Beispiel Logopädinnen, da sind die Physiotherapeutinnen mit dabei, auch Sozialpsychologinnen. Wir versuchen wirklich den Menschen, den wir in einer ganz kritischen Situation bekommen, so umfassend wie möglich auch zu behandeln und ihn eben gut wieder nach Hause in den Zustand zurückzuversetzen, den er vorher gehabt hat. Ja, genau. Sie sagten ja auch vorhin, möglichst schnell belasten, möglichst schnell wieder stehen. Das heißt auch da, also nicht lange mit Krücken, sondern sofort wieder laufen. Sofort die Hüfte voll belasten. Und was heißt das dann? Ist in diesem Team auch jemand mit drin, also bei diesen Besprechungen, der sich um das kümmert, was danach kommt? Also wenn man bei Ihnen wieder raus ist aus der Tür? Genau. Also wir fangen im Grunde direkt an zu klären, wie hat der Mensch eigentlich vorher gewohnt? War er eigentlich noch in einem Umfeld, wo er gut zurechtgekommen ist? Manchmal ist es ja auch so, dass man vorher schon eigentlich so gerade eben noch zurechtgekommen ist, aber eigentlich schon zusätzliche Hilfe brauchen würde. Und dann klären wir das. Kann man zu Hause unterstützen? Können wir möglicherweise einen Pflegedienst, zumindest vielleicht auch nur zeitweise nach Hause schicken, um das zu unterstützen? Oder sind möglicherweise andere Maßnahmen erforderlich? Ja, genau. Und das klären wir auch über unsere Spezialisten vom Sozialdienst, die solche Sachen dann auch mit in Angriff nehmen. Ja. Aha, also auch zum Beispiel Reha-Maßnahmen wahrscheinlich werden da noch eine Rolle spielen. Ja, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!